Portugal! Die finde ich super. Oh, das mag ich ja. Ein bisschen Temperament, schnelle Bewegungen. Ich finde, das ist einer der portugiesischsten Beiträge. Ich find's irgendwie cool. Ist auch was ganz anderes. Also, ja, es hebt sich echt ab. Aber ich find's eigentlich. Ich finde, Portugal hat mich sehr enttäuscht dieses Jahr. Wirklich. Die haben Riesenchancen. Glaube ich nicht. Ja, so ein lustiger, flotter Song. Ich habe den Vorentscheid geguckt und ich dachte mir, das habe ich jetzt echt nicht gebraucht gerade. Was singt sie denn, Blue Curaçao? Sie singt übrigens über ihr Herz. Curaçao ist ein Getränk. Da macht man grüne Banane raus. Das ist bestimmt ein funny Text. Ich wünschte, ich könnte Portugiesisch. Ah, okay. So Flamenco-Gesang, Anflüge in den Skalen, die sie benutzt. Sehr, sehr schön. Aus jedem anderen Land würde man wahrscheinlich sagen, das ist total aus der Zeit gefallen. Aber weil es aus Portugal kommt, ist es Kunst. Ich kann mir einfach bei diesem Auftritt, Claudia Roth als Kulturstaatsministerin in der ersten Reihe vorstellen mit so einer schrägen Kopfhaltung. Und so ein Nicken, toll, ja, das ist auch, toll, da hat man sich was bei gedacht, ja gut. Ich meine, mit Salvador Sobral, das war ja auch aus der Zeit gefallen und haben sie gewonnen, absolut. Eben. Es hat was. Es hat was. Es ist ein bisschen crazy, aber es ist auch irgendwie cool. Ich mag das irgendwie. Das ist ein bisschen wirr, ein bisschen wuselig. Also bis jetzt höre ich nichts, was man so mitsingen könnte als Refrain. War das jetzt der Refrain? Nee, puh. Der Song hat, der bringt irgendwie so eine Leichtigkeit mit sich. Findest du? Ja, doch. Eine Leichtigkeit? Das ist eine Leichtigkeit so. Ich finde genau das Gegenteil. Für echt? Ist das der Refrain jetzt? Na, na, na. Guter langer Ton. Und man denkt, jetzt würde der Refrain kommen. Ach schön, ich finde das ganz gut. Das ist was Traditionelles. Also das Traditionelle daran ist was? Vermute ich jetzt einfach mal, dass es was Traditionelles ist. Keine Ahnung. Ich kenne mich da in Portugal nicht so aus. Das klingt kompositorisch wie eine Bridge, die dahin führt, dass es dann kommt. Aber das ist schon der Refrain. Also die sind noch im Aufbau und dann mündet das in instrumental tanzbar. Also einfach nicht stark genug als Wiedererkennungswert. Aber man ist ja schon über jedes Lied aus Portugal froh, dass es nicht ein Fado ist. Nee, doch, gib mir mehr Fado, gib mir nur Fado, ich brauch nicht mehr. Das ist doch Cancan, ne? Ja, vom Rhythmus her so ein bisschen. Es ist halt so ein Kabarett-Varieté-Song, der aber auch Fado-Elemente mit reinnimmt. Also teilweise sind auch so spanische Elemente drin. Das ist so kulturübergreifend. Mimiket hat da schon eine sehr, sehr schlaue Art und Weise gewählt, um Aufmerksamkeit zu erzeugen. Ich muss ja zugeben, ich war in den letzten Jahren immer ein bisschen zu hart zu Portugal. Dabei haben die eigentlich immer Beiträge gerne geschickt, die das bereichert haben, den Wettbewerb. Portugal ist nicht schlecht dieses Jahr. Gott sei Dank nicht langweilig und irgendwie murmelig, sondern ein bisschen mehr Temperament. Das tut Portugal ganz gut. Die sind manchmal ein bisschen in ihrer eigenen Vibe. Es gibt ja auch eine deutsche Cancan-Geschichte. Erinnere mich nicht. 1998. Das müsst ihr raus. Die Band, wie hieß die nochmal? Ballhaus! Und jetzt, and now, et maintenant, le Cancan! Eine fantastische Performance beim Vorentscheid gehabt mit dem Song Cancan. Sing mit mir Cancan. Alle wollen Cancan. Na dann ran, wer will, der kann doch irgendwann Cancan. Cancan ist nicht mehr zu fliegen. Cancan, es ist schon dabei. Also das Lied ist ja sehr rhythmisch und man wird animiert mitzumachen, aber wer zur Hölle hat die Kostüme ausgesucht? Ich habe da noch einen guten Schneider an der Hand. Sag Bescheid, ich gebe euch die Karte. Kann man sicher noch ein bisschen aufpeppen, die Live-Performance? Also kann man noch mehr machen? Muss mal gucken, ob die Leute in der Stimmung sind für solche Revue-Nummern oder musicalhafte Revue-Nummern. Ich glaube, das bringt schon einige Frauen mittleren Alters zum Boogien-Schwuggien, so ein bisschen. Aber ich glaube nicht, dass das so richtig abräumen wird. Ich lege mich fest, wird genau 12. Es bringt mich jetzt nicht zum Ausrasten, aber ich kaufe der Lady das ab, da steckt Liebe drin. Ja, ja, ja,
Nee, ich fühl's. Es ist mir zu. Ich möchte bitte einen Eurovision-Song für Portugal haben, ja, der irgendwie ein bisschen retro ist, aber wo ich auch ein bisschen singen kann. Ja, das gibt mir die Vibes. Aber was ist denn an diesem Vibe das Falsche? Das hier ist endlich mal wieder was, wo man schön mitklatschen kann. Hey! Ha! Und auch das Ende. Bam, bam, bam. Das ist doch, ja, das ist doch genial. Das ist sehr, sehr gut. Ja. Portugal. Olé. Ja, alles gesagt.